Hi, heute präsentiere ich ein separates Update von der Arbeit mit Jane. Und wie ich schon in der Präsentation im Juni bei der Trainer Contest erwähnte, dass ich gerne in dieser Episode von der Ranch Horse was erklären möchte über das Hackamore. Wenn ich euch das heute zeigen, weil ich da gerade mit angefangen habe, bei Jane, mit ihr das zu bearbeiten. Für ausführliche Videos schau immer auf Calm Horse Academy. Da findet man diese lange Version. Und dieses hier ist gedacht als ein kleiner Einblick und kleine Erklärung, wo wir jetzt stehen und was ich jetzt mache. Das Erste, was ich kurz erklären möchte, wir haben Jane angefangen mit dem Knotenhalfter und Snafflebit, wobei dieser Seil oder Ring, dieses Knotenhalfter hat auch einen Ring, durch das Snafflebit-Ring gezogen würde und so die Jane Zeit hatte, um sich an das Gebiss zu gewöhnen. Tatsächlich hatte Jane angefangen, ihren Milchkappen zu wechseln oder zu fallen zu lassen aus dem Maul. Und das Hackamore und Knotenhalfter ist natürlich eine interessante Methode, um das Pferd weiter dann reiten zu können, ohne dass das Pferd jetzt im Maul gestört wird. Es ist wirklich ein Unterschied, ob du mit einem Knotenhalfter oder mit einem Hackamore reitest. Für Leute, die gerne alternativ arbeiten möchten mit einem Pferd, das heißt ohne Gebiss, sind manchmal Leute da, die ein Hackamore nehmen und denken, dass das immer sanft ist. Das ist jetzt nicht immer der Fall. Ein Hackamore kann schon ziemlich scharf sein, wenn du mehrere Knoten reinmacht oder wenn es Bolsau, das ist das Teil hier, das ist Bolsau, wenn das was fester ist vom Material, kann das auch ziemlich scharf auf den Kopf des Pferdes reagieren. Das Knotenhalfter ist einfach sehr locker. Ich reite jetzt persönlich nicht so ganz gerne lang mit dem Knotenhalfter. Es ist sehr wackelig und es reibt. Und der Hackamore, der Bolsau, funktioniert für mich in dem Sinne vorteilhafter. Es funktioniert auf 4 Punkte: Nasenrücken, die Cheeks, das sind die Wangen hier, und der Kinn. So, jetzt haben wir das Knotenhalfter drauf. Jetzt würde ich das abmachen und das Hackamore installieren. Das Hackamore hat diese bekannte Mekati-Zügel, die sind aus Pferdehaar. Und hier merkt man schon, dass das Hackamore sehr empfindlich funktioniert auf den Kopf von der Jane. Jetzt mal kurz die Haare so ordnen, dass es ein bisschen schön aussieht. Also wenn man ein Filmpje macht, dann klappt das natürlich nicht immer so gut. So. Wir haben hier einen Kinnriemen und die ist gedacht, dass der Bolsau-Hänger, das ist das Kopfstück hier, dass das Teil nicht in die Augen geht. Das kommt, weil der Bolsau-Hänger ziemlich hoch auf den Hackamore fixiert ist. Manche Hackamores haben diese Aufhängung tiefer. Aber da ist die Wirkung von das Hackamore einfach anders. Man sieht hier, dass man noch ein bisschen Luft hat. Man kann mehr Luft machen, durch weniger Reps zu machen. Wenn es was mehr Reps hat, dann ist es natürlich definitiv, sag mal, schärfer. Sollt wissen, Augen und Nase hier sitzen, in dieser Position. Und der Führzügel, die mache ich
unter den Sattelklammer durch und fixiere die auf diese Art am Sattelhorn. Jetzt zeige ich euch einige Einschnitte im Schritt, Trab, Galopp, das Anhalten und das Rückwärtsrichten. Viel Spaß beim Schauen. Okay, das Erste, was man macht, bevor man reitet, ist wie bei den Snafflebit, das Flexen. Da geht sie gut. Ich zöpfe die Zügel. Zipfen heißt bitte geben. Auf diese Art. Zeig jetzt die diagonale Linie. Wie viel machen wir die Jungpferde? Ich mache dir ein bisschen einen Eindruck, wie sie jetzt läuft. Ohne dass die Bande hier führt. Anhalten. Ich fange jetzt an, langsam auch ein bisschen das Hackamore zu akzeptieren. Das sieht man dadurch, dass das Pferd leicht nach anfängt zu geben auf den Drück. Ich zeige jetzt den Trab. Anhalten auf dem Trab. Und wenn man das vergleicht mit dem Snafflebit-Arbeit, sieht man, dass das Pferd schon anders darauf reagiert. Ich zeige jetzt den Seitwärtsgänger. Jetzt zeige ich euch den Galopp. Thank you.
grenzen nach dem Grab. Anhalten aus dem Grab und rückwärts. Ja, da geht es auch nach. Sehr gut. So, sie hat das Hackamore jetzt seit die kleine Woche drauf. Und das ist der Stand der Dinge mit dem Hackamore aktuell. Und dann schauen wir mal, was es denn nächst gibt. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass es ihr passt, dass es ist ihr, dass es ihr Ding ist. Und ja, lasst euch überraschen.